Hallo und willkommen beim Spiele-Dino. Schön, dass ihr heute reinschaut zu einem neuen Bemalvideo. Und heute soll es sich um Cthulhu Wars drehen. In dieser ersten Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr die verschiedenen Kultisten der vier Fraktionen bemalen könnt. Und ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr aus dem hier das hier macht. Möchte ich euch zeigen, wie ihr super schnell die beiden Kultisten der Fraktion Königin Gelb bzw. Hastur und Cthulhu bemalen könnt. Ich habe hier schon mal die Königin Gelb Figuren vorbereitet. So werden die nachher aussehen. Ihr seht sie unten nochmal an der Base. Wir haben hier einmal Cthulhu und hier einmal Hastur bzw. den König in Gelb. Wir fangen mit beiden Fraktionen genau gleich an und dafür schnappe ich mir zuerst mal hier einen Papyrus Dip Ink. Das heißt, es ist so ein bisschen so Skeleton-Farben. Das Ganze müssen wir wieder gut schütteln. Dann packe ich das hier in meine Palette. Nehme hier den Pinsel. Ich habe hier einen 1er-Pinsel genommen, einen Synthetik-Pinsel. Werde dann gleich jetzt hier anfangen, hier seinen Umhang in dieser Farbe zu bemalen. Die Figuren müssen natürlich weiß grundiert oder hellgrau grundiert sein, damit das Ganze funktioniert. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich schnappe mir hier ein bisschen was von dem Ink, also von einer Art Speed Paint Farbe. Und dann fange ich hier unten an, muss ich hier vorsichtig gucken, das Ganze einfach mal hier recht schnell aufzubringen. Dann machen wir hier sein Gewand in dieser Farbe. Schnappe ich mir noch mal ein bisschen hier von der Farbe, von den Dipping Inks. Sie dürfte gerne ein bisschen dicker auftragen, damit hier auch der Kontrast rauskommt. Und auch hier oben machen wir das Ganze. Ich habe bei beiden Miniaturen hier vorne seinen Umhang, seinen Latz so bemalt. Und wir benutzen hier auch die gleiche Farbe, also das gleiche Ink, um hier seine, seine Hand, sein Handschuh, keine Ahnung, was das hier ist, seine Bandage, sein Bandara hier auch in dieser Farbe anzumalen. Das heißt, wir gehen hier einmal sauber rum und dann haben wir genug von dieser Farbe. Und ihr macht natürlich die ganzen anderen Figuren auch so weiter. Darum könnt ihr euch ein bisschen mehr Farbe in die Palette tun. Eins habe ich vergessen. Ihr seht ja hier bei diesen Miniaturen, da habe ich auch das Buch, also die Buchseiten mit dieser Farbe gemacht. Deswegen schnappen wir uns wieder unser Miniaturenteil und fangen jetzt an, hier vorsichtig die Buchseiten auch hier vorne mit dieser Farbe einzulassen. Das heißt, einmal schön hier rumziehen. Die anderen Farben für das Buch, die seht ihr dann gleich. Als nächsten Schritt möchte ich die Haut machen. Dafür nehme ich hier Nude Skin Dip. Auch hier die Farbe wieder sehr gut mischen. Drinnen ist so eine kleine Metallkugel. Das hört ihr, darum scheppert das Ganze so. Auch hier könnt ihr wieder ein bisschen Farbe in eure Palette auftragen. Ich brauche diesmal nicht so viel. Meine Figuren haben ja bereits die Hautfarbe, seht ihr hier. Dann schnappt ihr euch eine Figur. Ich rate euch, nicht so ungeduldig zu sein wie ich, denn ich mache jetzt hier schon weiter, obwohl die Farbe noch nicht ganz getrocknet ist. Also wartet lieber ein bisschen ab, lasst das Ganze trocknen, holt euch einen Kaffee, trinkt etwas und gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Und dann fangt ihr an, hier die Hand hier oben mit der Farbe einzulassen. Seht nämlich, wenn ich jetzt nämlich hier in das Nass kommen sollte, dann verrutscht das Ganze ein bisschen. Ich gebe mir also Mühe, dass das nicht passiert. Hier unten kommen wir auch drauf. Zack, schnappe ich mir noch mal ein bisschen was. Dann geht das Ganze hier am Arm weiter. Wir machen das hier drüben hin, zack. Und ruhig dick auftragen. Die Farben sind so hergestellt, dass man hier wirklich ein bisschen schlampig arbeiten darf. Ein bisschen mehr drauf, denn das gibt nachher die Kontur des Ganzen, wenn das eintrocknet. Das ist ja der Vorteil von diesen Speed Paints bzw. hier von den Dipping Inks. Aber der gute Mann hier unten hat, oder auch die Frau hat hier unten auch noch eine Hand. Das heißt, auch hier müssen wir die Hautfarbe aufbringen. Das heißt, er hält ja mit dieser Hand das Buch. Deswegen auch hier vorsichtig die Farbe aufbringen. Wenn es ein bisschen drüber rutscht, ist nicht schlimm. Da kommt ja nachher noch die entsprechende Farbe der Fraktion, gelb oder grün, mit drauf.
Als nächstes möchte ich hier vorne das Buch grün machen. All meine Kultisten haben das gleiche grüne Buch. Wahrscheinlich ist das Necronomicon, auf dem oder mit dem man ja die alten, großen Alten beschwört. Deswegen schnappe ich mir jetzt hier ein Grün, in dem Fall Orc Flash Dip, schüttel das Ganze wieder gut, fülle es hier ein bisschen in meine Palette oder auch hier auf meine Palette, das ist ganz egal. Nehme weiterhin den kleinen 1er Pinsel, schnapp mir meinen Kultisten, trage hier so ein bisschen Farbe auf meinen Pinsel auf und werde dann anfangen, hier die Buchseite, den Buchrücken grün einzulassen, auch hier oben nochmal vorsichtig. Auch hier bitte wartet, dass eure Farbe trocken ist, sonst geht immer das Risiko ein, dass sich die beiden Farben hier vermischen. Ich bin wie immer ungeduldig und mache das nicht so, aber ich rate euch wirklich, macht das Ganze so. Hier stütze ich nochmal, seht ihr es, ich stütze mit dem kleinen Finger an der Hand ab, um mehr Kontrolle beim Bemalen zu haben und werde jetzt hier vorsichtig, natürlich wenn ich rede, wippt mein ganzer Body ein bisschen mit, mein Körper wibbelt hier ein bisschen, deswegen werde ich jetzt kurz die Schnauze halten. Auch hier hinten, ich stütze mich wieder ab. Zack, angemalt. Das gleiche mache ich noch mit der zweiten Figur. Ja, und dann geht es schon zum nächsten Schritt. Als nächstes mache ich hier diese kleinen, ja, was sind das, Robenanhänge. Die möchte ich in einem Lila machen. Dafür nehme ich hier dieses Kontrast Magos Purple. Ihr könnt auch jedes andere Lila benutzen. Da schnappe ich mir ein bisschen direkt aus der Dose. Möchte ich nichts auftragen. Das ist nämlich so wenig Farbe, die ich hier brauche. Und werde das Ganze hier anbringen. Was mir fast noch besser gefallen würde, ist, wenn man das hier rot machen würde. Also quasi so wie hier auf dem Buch. Lesezeichen. Das habe ich aber leider erst zu spät gemerkt, dass mir das gefallen würde. Ich würde euch fast empfehlen, macht das hier nachher mit dem Rot, was ich auch hier mache. Das gibt so ein bisschen einen besseren Kontrast und ich würde das auch für alle Figuren gleich machen. Das heißt, ihr schnappt euch jetzt wieder die Mini, das Mini und fangt hier vorsichtig an, diesen Umhang damit einzulassen, beziehungsweise hier diese, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, sein Schal, seine Beschwörungsrobe. Ihr geht hier seitlich vorsichtig runter. Macht das Ganze auch hier unten ein bisschen. Da geht das Ganze ja nämlich weiter. Auch hier an der Seite. Zack. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Zack. Und wir haben hier oben auch noch ein bisschen was. Jetzt kommt der spaßige Teil an der Sache. Wir möchten hier die Umhänge der entsprechenden Farben machen. Cthulhu bekommt grün und der König in Gelb natürlich gelb. Dafür nehme ich mir hier Radiant Orange, weil es so ein bisschen einen kräftigeren Farbton gibt. Das gefällt mir ein bisschen besser wie reines Gelb. Hauptsache ich bin in die Kamera gestoßen. Auch hier gut schütteln, ein bisschen was in die Palette tun. Denkt dran, wir haben jetzt hier nur eine Figur, brauchen wir nicht ganz so viel. Ich schnappe mir jetzt, muss ich gucken, das ist Cthulhu, den tue ich mir auf die Seite. Ich schnappe mir jetzt ein bisschen davon. Ich nehme jetzt hier einen größeren Pinsel, einen Zweierpinsel. Da kann nämlich wirklich zügig gearbeitet werden. Zack, ich nehme das Ganze und fange jetzt einfach mal, hier sieht man es am besten, ich ziehe jetzt wirklich die Farbe hier über den Umhang drüber. Wenn das in den Vertiefungen hängen bleibt, ist es genau so gewollt, weil das gibt nachher den schönen Kontrast an der Sache. Hier braucht man gar nicht so zaghaft mitarbeiten. Nehmt euch einfach die Farbe schön hier runterziehen, zack. Guckt mal, das geht ratzfatz. Mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Anhänger von Hastur ist fertig. Ihr seht, vorne und hinten bemalt. Wir können hier noch ein bisschen die Intensität verstärken, indem wir ein bisschen mehr Farbe aufbringen. Das habe ich hier auch so gemacht, weil ich einfach ein bisschen mehr Kontrast wollte. Den lege ich auf die Seite. Wichtig ist, ich gehe jetzt mal rüber, wascht eure Pinsel wirklich immer gut aus. Nehmt euch dafür einen Wasserbehälter. Wascht das ganze Ding aus. Ich habe hier einen von Green Stuff World, den finde ich ganz cool, weil ich kann hier das Wasser ablassen. Dadurch habe ich dann immer sauberes und frisches Wasser. Finde ich sehr cool. Es ist nämlich echt wichtig, eure Pinsel zu pflegen. Wenn euch nämlich, ich mache das mal hier kurz sauber, wenn ihr nämlich die Farbe da hinten reinbekommt in den Pinsel, dann habt ihr ein kleines Problem. Dann fängt irgendwann an, sich der Pinsel aufzuspreizen. Das wollt ihr nicht. Deswegen wascht das immer gut aus. Trocknet den Pinsel in einem Ceva oder in einem Tempo gut aus. Dann machen wir den nächsten weiter, Cthulhu. Dafür brauche ich gleich nochmal die grüne Farbe, die wir vorher schon für das Buch hatten. Und zwar nehme ich jetzt hier Orc Flash Dip. Ich schüttel das Ganze gut. Gehe mal mit der Kamera wieder ein bisschen hier rüber. Den tue ich mal auf die Seite, nicht, dass er grün abbekommt. Zack, weg damit. Grün packe ich mir
hier rein und jetzt mache ich eigentlich genau das gleiche wie auch schon mit dem Gelb bzw. dem Orange. Ich schnappe mir hier auf meinen Pinsel ein bisschen was drauf und gehe jetzt grob und schnell hier drüber. Und auch hier seht ihr, wie schön die Farbe dann in diese Vertiefungen läuft. Das mache ich und dann sehen wir uns gleich wieder. So, den Cthulhu-Herrn haben wir auch schon mal soweit fertig gemacht. Es ist immer noch nass. Ja, ich sag euch, wartet. Ich warte nicht. Ich brauche jetzt ein bisschen Silber, um hier den Dolch und die Umrandung seines, ja, seiner Roga, Toga, was auch immer, einzupinseln. Deswegen schnappe ich mir wieder einen kleinen Pinsel, hier einen Einser, drehe vorne die Spitze auf meiner Palette sauber ab und fange jetzt an, hier vorsichtig den Dolch nachzuziehen. Es sollte natürlich nicht mehr nass sein, das Ganze, wo ihr hier macht. Das ist hier so ein Schlangendolch, der geht bis hier runter. Und jetzt seht ihr hier die Umrandung, auch die werde ich versuchen anzumalen. Deswegen stütze ich mich wieder mit meinem kleinen Finger hier ein bisschen ab, ziehe dann hier und auch hier unten die Striche nach. Hier drüben das Gleiche. Zack. Wie gesagt, wenn ich dabei spreche, noch ein bisschen schwieriger. Deswegen, ihr habt gesehen, was ich mache. Ich bringe das Ganze dann ohne euch hier zu Ende. Hier habe ich die silberne Umrandung gemacht. Ich habe gesagt, hier oben den Buchrücken, den hätte ich gern in Rot. Deswegen schnappe ich mir jetzt hier ein Rot, ein sehr helles Rot. Ich finde dieses hier sehr cool. Alternativ kann ich euch auch das von Citadel empfehlen. Nein, das ist es nicht. Wo ist es? Das hier, das, wie heißt das Ganze, Evil Sun Scarlet, oder ihr nehmt das hier wie ich von Green Stuff World. Das Ganze gut schütteln, nehmt euch einen kleinen Tropfen hier auf eure Palette, die werden wir nachher sowieso unter Wasser, fließend Wasser wieder wegputzen. Dann nehmen wir hier die Farbe drauf, auch hier den Pinsel sauber machen. Ich muss jetzt wieder gucken, dass ich hier mich abstütze und dann wird hier das Lesezeichen des Buches so ein bisschen mit diesem roten, ja, mit dieser roten Farbe hier nachgezogen. Das Ganze geht bis hier runter. Deswegen machen wir das auch noch so hier fertig. Das haben wir gemacht. Als nächstes, Silber brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Als nächstes möchten wir hier die Base machen. Ihr seht schon, die haben wir hier bei diesen Miniaturen auch mit so einem Schwarz-Grau gemacht. Am einfachsten, ohne dass ihr euch die Finger versaut und auch mit den nassen Figuren weiterarbeiten könnt, ist, wenn ihr euch hier so, jetzt in meinem Beispiel von Citadel, so ein Miniaturen-Handle holt. Alternativ könnt ihr euch einen Grundkorken nehmen und mit ein bisschen Knet die Figur draufsetzen. Ich finde die hier ein bisschen praktischer. Wir brauchen wieder den großen Pinsel, in dem Fall einen Zweier. Ich brauche ein Schwarz oder Grau, das hatte ich irgendwo hier vorbereitet. Hier nehme ich Deep Black Dip. Das Ganze wird wieder gut geschüttelt. Packe ich mir hier in ein neues Fach meiner Palette. Hier brauchen wir nämlich ein bisschen mehr. Ihr würdet das natürlich im Schritt mit allen Figuren machen. Deswegen spart ihr euch da wahnsinnig viel Zeit und Arbeit. Jetzt dürft ihr hier grob auf euren Pinsel draufgehen und einfach hier drüber ziehen. Keine Angst, da passiert nichts. Drüber ziehen. Ihr dürft auch gerne das Handle hier treffen oder mit bemalen. Das können wir nachher einfach wieder abputzen, kein Problem. Und auch hier seht ihr, wie das Weiß quasi den Kontrast zu dem Schwarz bildet. Und wir haben hier ratzfatz einen coolen Lichtkontrast und das alles in sehr, sehr kurzer Zeit mit coolen Effekten. So, ich habe das sowohl hier für den Hastu-Anhänger als auch für Cthulhu gemacht. Im Grund könnt ihr jetzt sagen, stopp, das reicht mir. Ich habe hier eine Figur, die ist wirklich Tabletop-Standard bemalt. Das reicht mir. Sie ist noch immer nicht ganz getrocknet, deswegen hier haben wir noch ein bisschen diese Flecken drin. Aber ich möchte euch einfach zeigen, was man noch machen kann. Deswegen nehme ich mir jetzt hier so ein kleines Braun, weil er hat hier vorne noch so einen Gürtel. Den möchte ich natürlich auch bemalen. Ich habe jetzt hier ein Braun. Das packe ich mir wieder hier auf die Nasspalette. Zack, brauche nicht viel. Nehme mir, es müsste immer noch der 1er Pinsel reichen. Nehme mir hier einfach ein bisschen was auf meinen Pinsel, mache vorne wieder so eine Drehbewegung, damit die Spitze schön sauber wird. Und ich muss gucken, wo wir in der Kamera sind. Hier unten sind wir, hoppsa, wieder dagegen gekommen. Hier ist so ein kleiner Teil seines Gürtels, den würde ich gerne braun machen. Zack. Und hier hinten haben wir ebenfalls seinen Gürtel. Ich finde einfach so ein bisschen Kontrast mit rein, das schadet nicht. Auch den hier ziehe ich nach. Vorsichtig wieder, ich stütze mich wieder mit dem kleinen Finger ab. Ich kann das nicht oft genug sagen. So bekommt ihr einfach Sicherheit in die Hand und habt ein bisschen mehr Kontrolle über den Pinsel. Das ist wichtig, sonst wabbelt ihr so rum. Das ist nicht so cool. Das haben wir gemacht. Ich mache gleich den nächsten Schritt. Ich wasche hier wieder meinen Pinsel aus. Ganz wichtig,
macht das wirklich regelmäßig. Die Pinsel sind nicht günstig. Nachher ärgert ihr euch nur, wenn die hier keine schöne Spitze mehr haben. Ja, ich drehe das immer so ein bisschen ein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch hier auf der Palette machen. Ihr seht, hier habe ich so ein bisschen gekritzel in dem Buch des Bösens reingemacht. Deswegen schnappe ich mir jetzt ein Schwarz, schüttel das Ganze gut, tue das wieder hier auf meine Nasspalette mit drauf. Zack, kleiner Tropfen drauf. Wäre es ein bisschen mit einem nassen Pinsel nach ein bisschen feuchter machen, ein bisschen verdünnen. Ihr dürft hier gerne auch einen dünneren, feineren Pinsel nehmen als ich. Ich denke, das sollte jetzt hier reichen. Und jetzt versuche ich einfach mal, wo sind wir? Hier, jetzt versuche ich, das ist wirklich nicht leicht. Na, ist gar nicht so einfach mit der Kamera. Hier so, ja, könnt ihr irgendwie so eine Art Geschnörkel in das Buch reinmachen. Wie ihr eben denkt, ihr könnt es aber auch weglassen, wenn ihr sagt, nee, das brauche ich nicht, dann lasst ihr das Ganze weg. So, das war's eigentlich schon. Wir haben die Figuren bemalt. Ihr habt gesehen, super schnell, super simpel, super einfach. Im nächsten Video möchte ich euch dann Blau und Rot zeigen. So, das war's von hier abgesehen. Mit den Dipping Inks könnt ihr wirklich schnell ein bisschen Farbe auf eure sonst grauen Miniaturen bringen. Cthulhu Wars, nur als kurzer Hinweis, das gibt's momentan wirklich stark reduziert bei den Händlern. Ich glaube, bei Spieletastisch habe ich es unter anderem gesehen für nur 109 Euro. Wer also Bock auf Spiele wie Blood Rage, Spiele mit Area Control steht und dazu auch Bock auf Miniaturen hat, der sollte sich das mal genauer angucken. Es ist wirklich ein krasser Preis momentan. Keine Ahnung, warum das so verschleudert wird. Ich möchte mal so ein bisschen anteasern. Das hier ist zum Beispiel noch, ich muss mal gucken, wo der Fokus ist, die Figur, sag so, auch vom König in Gelb, ist so ein bisschen so ein Mumien-Ding, habe ich auch mit Speed Paints bzw. Dipping Inks gemacht. Sieht cool aus. Ich habe es angeteasert. Die blauen Miniaturen habe ich jetzt hier, zack, ebenfalls schon mal vorbereitet. Auch das ist jetzt hier mal so ein Standardding, um zu gucken, wie die Farben funktionieren. Finde ich cool. Cool sind natürlich auch die großen alten. Ich muss wieder meine Hand vor mich halten, sonst möchte der Fokus irgendwie nicht. Hier seht ihr, ist ein cooler, große alte. Habe ich hier mit einem Color Shift einfach besprüht, ein bisschen Farbe drauf. Ist noch nicht ganz fertig, aber vorbereitet. Und auch für Yogg-Sothoth, seine Begleiter, richtig coole Dinger. Die machen einfach Spaß, bemalt zu werden. Und das Ganze sieht eben bemalt viel geiler auf dem Tisch aus wie ohne. Das war's jetzt von mir. Vielen Dank fürs Reingucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Macht's gerne nach. Macht wahnsinnig Bock. Und eure Mitspieler werden es euch danken, wenn diese coolen Minis auf dem Tisch sind. Ich sage danke und bis zum nächsten Video.